bis zum Ende des Studiums, sogar noch bei den Abschlussarbeiten, begegnen wir immer wieder das Problem, dass der Bildungsbegriff nicht geklärt ist, also unser Grundbegriff. Und ganz besonders in den Praxisphasen ist das ein Problem. Und zwar nicht nur ein theoretisches Problem, sondern man muss sich fragen, was machen wir überhaupt, wenn wir mit Kindern arbeiten oder mit Familien arbeiten, Erwachsenen arbeiten. Zum Beispiel liegt es oft sehr nahe, also offenbar, sich auf den Entwicklungsbegriff zu beziehen. Ja? Also ich sehe sehr oft, dass in bestimmten Bildungsbereichen oder in Projekten es darum geht, sich auf die Entwicklung zu beziehen. Was heißt das? Das heißt, man will Kinder fördern. Das ist der eine große Ansatz, der mir immer wieder begegnet. Der nächste ist, dass man sich auf Lernen bezieht. Was tut man dann, wenn man seine Aufgabe darin sieht, im Bereich des Lernens sieht? Dann will man vermitteln. Und schließlich könnte man sich ja auch neben Entwicklung und Lernen auch auf Bildung beziehen. Aber was tut man dann? Ich will erstmal, also da kommen wir erst ganz am Ende zu, aber ich will erstmal ganz schnell deutlich machen, was hier eigentlich der große Unterschied ist. Also zwischen diesen beiden und Bildung. Obwohl die natürlich auch sehr unterschiedlich sind. Aber bei Förderung geht es darum, ich habe hier ein Kind und das Kind ist sozusagen, also ist nicht irgendetwas, ja, und soll durch Förderung irgendetwas werden. Ich habe also eine Vorstellung davon, was eine gesunde oder was auch immer gute Entwicklung ist und habe hier, wenn ich zu Entwicklung in Blick nehmen und fördern will, möchte ich eben diesen Zustand erreichen, diesen X-Zustand. Das Kind soll seiner Normentwicklung entsprechen. Bei Lernen ist das ähnlich. Da habe ich auch damit zu tun, das Kind weiß oder kann irgendetwas nicht. Und ich will hier auch diesen Mangel abstellen und einen anderen Zustand erreichen, nämlich diesen Kompetenz- oder diesen Wissenszustand. Bei Bildung ist das so, ja, wir wissen, das Kind ist nicht, aber wir wissen bei Bildung, das Kind ist gar nichts. Also es hat keine Eigenschaften, die wir bestimmen könnten. Es hat aber auch keinen Mangel an Eigenschaften, die wir erreichen wollen. Also wir wollen nicht, dass das Kind, wir wollen durch Bildung nicht irgendetwas machen aus dem Kind, irgendetwas, was wir für richtig halten, sondern wir wollen immer, dass das Kind letztendlich mit sich selbst in Differenz gerät, in Differenz bleibt. Das Kind soll also nicht irgendetwas werden. Ja? Das ist jetzt erstmal ganz abstrakt der große Unterschied, warum es so wichtig ist, bei Bildung anzusetzen in der Kindheitspädagogik, weil andere Disziplinen setzen hier an, bei den Bereichen. Und die Kindheitspädagogik und Familienbildung würde immer ganz abstrakt jetzt mal darauf beharren, dass wir nicht bestimmen können, was das Kind sein soll. Sondern wir wollen, dass das Kind letztendlich in Distanz zu sich bleibt. Also sich bildet, das heißt in Distanz zu sich selbst und der Welt bleiben, was auch immer das genauer heißt. Aber dazu komme ich ja jetzt heute. So, ich glaube, ich vermute mal, dass, was Begriffe betrifft, ja eine eigenartige Erfahrung gemacht habt, nämlich, dass in der Schule ist es also typischerweise so, dass Begriffe so behandelt werden, als würden sie irgendetwas benennen, irgendetwas etikettieren. Ja? Also man hat einen Begriff für eine Sache und das kann man dann lernen und kann diesen Begriff für diese Sache mehr oder weniger korrekt anwenden und dann auch abfragen. Das heißt, hier sind Begriffe relativ trivial. Also Luhmann schreibt, dass in der Schule oder in der Erziehung grundsätzlich
ja, Begriffe so behandelt werden, als hätte man es mit Resultaten der wissenschaftlichen Forschung zu tun. Sachen, die feststehen, ne? Und deswegen könnte man, also etwas, woran man sich halten kann. Das ist, da ist die Schule auch darauf angewiesen, wenn sie so ist, wie sie ist, weil sie eben auch trivial abprüfen muss. Also sie muss sagen können, korrekt, nicht korrekt. Und jetzt gehe ich davon aus, dass ihr in der Hochschule die Erfahrung gemacht habt, dass das, dass wir das nicht wollen, ja, dass die, das Hochschulsystem oder die höhere Bildung diese Art von Wissen gar nicht, also zumindest in den Sozialwissenschaften, gar nicht anstrebt, sondern dass Begriffe hier immer fraglich werden, fraglich sind, in verschiedenen Perspektiven gesehen werden, in historische Zusammenhänge, in systematische Zusammenhänge und immer hinterfragt werden und neue Fragen produzieren. Und das kann jetzt, wenn wir uns mit dem Bildungsbegriff beschäftigen, dazu führen, dass wir uns jetzt hier meinetwegen, ich weiß nicht, wie lange das Video wird, eine Stunde irgendwas anschauen und am Ende gibt es diese verschiedenen Perspektiven, verschiedenen Fragen dazu. Und was hat man dann möglicherweise eine Ahnung, dass das ja alles ganz schön kompliziert ist. Und das ist, dass darauf hoffe ich, dass ihr darauf vertraut, das wird jetzt nicht so werden. Mein Ziel ist nicht, einfach eine Komplexität darzustellen von verschiedenen Bildungsbegriffen und euch dann verwirrt zurückzulassen, sondern ich möchte tatsächlich versuchen, Begriffe ganz hart zu klären, dass man wirklich ganz knapp angeben kann, was damit gemeint ist. Das dann auszuführen, das wird dann natürlich ist eine ganz andere Sache, ja? Also alles, was damit zusammenhängt. Aber mein Ziel ist, dass man für die Grundbegriffe unseres Fachs, unserer Disziplin, klare Definitionen angeben kann und sagen kann, wie die sich von anderen Definitionen unterscheiden. Gut, also dafür müsste ich erstmal sagen, was meine ich denn dann mit Begriffen? Begriffe sind auf jeden Fall, kann man sagen, Unterscheidungen, an die man weitere Unterscheidungen anknüpfen kann. Also mit denen man weiterdenken kann, wo man auch fragen muss, was nützen sie eigentlich, ja? Bei Begriffen geht es aber um besondere Unterscheidungen. Also wenn ich einen Begriff habe, Begriff A, dann kann ich, also eine Unterscheidung, von was ist es denn eine Unterscheidung? Und da wäre jetzt meine These, die generell jetzt nennt man differenztheoretisch, würde man diesen Ansatz hier nennen, oder formtheoretisch. Begriffe unterscheiden sich von was, nicht von Dingen. Begriffe unterscheiden sich immer von anderen Begriffen, von einem anderen Begriff erstmal. Ja? Also wenn ich etwas nenne, was ist ein Laptop? Hier. Ach, hier wollte ich schreiben, Begriff A. Ja? Was ist also der Begriff A? Also ein Laptop wäre die Einheit der Unterscheidung von einem Laptop und einem Desktop-Computer. Und die spezifische Differenz, also das, worin die Unterscheidung dann besteht, wäre hier dann keine Tragbarkeit oder so etwas. Ja? Oder wenn ich sage, was ist denn eigentlich ein Stuhl? Dann könnte ich sagen, ein Stuhl ist die eine der Unterscheidungen zwischen Stühlen und Sesseln. Und die Differenz wäre jetzt Polsterung oder keine Ahnung. Oder dann merkt man auch, ich kann unterschiedliche Begriffe von Stuhl bilden. Und die sind dann deswegen nicht falsch, sondern sie sind auch nicht unklar, weil ich ja mit der Begriffsverwendung immer angeben muss, von was ich es unterscheide. Wenn ich das nicht tue, dann wird die Begriffsunterscheidung schlichtweg falsch. Also wenn ich einmal sage, ein Stuhl ist unterscheide ich mit dem Kriterium der Polsterung von Sesseln und im nächsten Moment unterscheide ich den Stuhl nach dem Kriterium der Armlehne von Sesseln, ja, dann habe ich einen Fehler gemacht, ja, weil dann habe ich einen anderen Begriff, weil die Unterscheidung eine andere ist. Und jetzt machen wir das Ganze mal an einem
Begriff der Erziehungswissenschaft, also Erziehung wäre so etwas. Was ist Erziehung? Da hat sich die Formulierung eigentlich von Luhmann durchgesetzt, einem Soziologen. Aber dass diese ähnliche Formulierung taucht eigentlich überall auf. Erziehung ist die Einheit der Unterscheidung aus Erziehung und Sozialisation. Also Erziehung, was ist Erziehung? Wenn ich Erziehung bestimmen will, muss ich Erziehung von irgendwas unterscheiden. Von was? Nicht von Gummistiefeln oder von Katzen oder so. Das hat gar keinen Sinn. Es muss natürlich ein sehr verwandter Begriff sein. Und das wäre Sozialisation. Und was ist die spezifische Differenz? Die wäre hier die Absicht. Das könnte man noch weiter ausführen. Aber das ist, gehe ich mal von aus, auch bekannt, dass natürlich auch in der Sozialisation Menschen aufeinander Einfluss nehmen, möglicherweise sich auch beherrschen wollen gegenseitig oder unterdrücken wollen oder was auch immer. Aber nur in der Erziehung liegt hier eine, Luhmann sagt jetzt, das hört sich doof an, aber es ist ein technischer Begriff, eine gute Absicht vor. Ja? Also eine Absicht, die sich selber legitimiert. Und wenn sie das tut, wenn ich also Einfluss auf Personen nehmen will und das mit einer guten Absicht verbinde, dann passiert ganz viel. Dann geht also ein Erziehungszusammenhang geht dann an. Ja. So, das ist eigentlich vielleicht seltsam ausgedrückt, vielleicht sieht es auch seltsam aus, aber letztendlich ist das ja sehr einfach, weil ich kann den Begriff Erziehung ist die Einheit der Unterscheidung von Erziehung und Sozialisation mittels der spezifischen Differenz, die Absicht, die gute Absicht oder so. Ganz, also sehr knapp und klar, hilfreich, damit kann man arbeiten. Und jetzt wollen wir heute schauen, ob wir auch den Bildungsbegriff so hinbekommen. Dann hätte man etwas, mit dem man arbeiten kann. Gut. Beim Bildungsbegriff, ich muss ein bisschen besser hinschreiben. Beim Bildungsbegriff haben wir natürlich verschiedene Bildungsbegriffe aus der Geschichte. Und was heißt denn jetzt verschiedene Begriffe? Das heißt, nach dem, was wir hier sehen, nicht, ich will hier einen Gegenstand definieren, Bildung, und dann kann ich das so oder so machen. Das eine ist dann richtig, das andere falsch oder ungenau oder man weiß es nicht. Sondern es ist klar, wenn ich verschiedene Unterscheidungen hier nenne, dann habe ich auch verschiedene Bildungsbegriffe. Und die sind nicht unklar, sondern die können sehr klar sein und dann kann ich auch sehr gut damit umgehen. Also Bildung wäre dann zum Beispiel von was zu unterscheiden? Müsst mal überlegen. Ein Bildungsbegriff wäre, ich unterscheide Bildung von Erziehung. Das ist sehr gebräuchlich und sehr, sehr schlicht, kann man auch sagen. Also muss ich erstmal fragen, warum nehme ich das? Also was ist denn, wie komme ich überhaupt darauf, dass das, was miteinander gemeinsam haben könnte, dass ich überhaupt eine genaue, spezifische Differenz brauche? Und da könnte man sagen, bei Bildung und Erziehung geht es das gleiche Problem, letztendlich das gleiche Ziel. Also Luhmann schreibt einmal, es geht darum, den Menschen als gesellschaftliches Wesen mit einer inneren, frei akzeptierten Form auszustatten, die zugleich eine Garantie dafür schafft, dass die gesellschaftlichen Verhältnisse eine humane Ausrichtung gewinnen. Also, wenn ich jetzt mir überlege, ich will den Menschen mit einer inneren, frei akzeptierten Form ausstatten. Und das soll dann auch so sein als gesellschaftliches Wesen, dass die Gesellschaft in eine humane Ausrichtung, dass die wahrscheinlicher wird. So, was kann ich dann machen? Ich kann dann auf die Idee kommen, ich muss diesen Menschen erziehen, damit das wahrscheinlicher wird. Andere Antwort.
ich muss ihn bilden oder ich muss ihn sich bilden lassen, diesen Menschen. Man merkt sehr ähnliche Konfiguration. Was ist allerdings hier die spezifische Differenz? Wo liegt die? Die liegt hier in der Sozialdimension. Nämlich darin, dass man bei Erziehung ausgeht, hatten wir eben durch diese absichtsvolle Einflussnahme, dass Erziehung ein intersubjektiver Begriff ist, wo wir A und B haben. Und das ist ein asymmetrisches Verhältnis, wo A in der Position ist, eine gute Absicht zu haben und B ist dieser guten Absicht unterworfen. Also wird sozusagen Opfer von guter Absicht von A. Ja? Das ist ein Sachverhalt, der Erziehung kennzeichnet. Und dann kann man ganz viel hier über Machtverhältnisse und Zwang und diese ganzen Problematiken kommen dann ins Spiel, wenn man sich eben mit Erziehung beschäftigt. Und Bildung, dieser Bildungsbegriff würde dann darin bestehen, sich davon unabhängig zu machen und zu sagen, was sagt man dann? Bildung ist Selbstbildung. Also dieser Begriff, das wäre der Selbstbildungsbegriff. Also, der ist jetzt sehr klar. Selbstbildung ist die Einheit der Unterscheidung zwischen Bildung und Erziehung. Die spezifische Differenz liegt in der Sozialdimension, dass hier eben kein intersubjektives, asymmetrisches Verhältnis besteht, in der eine Person gute Absichten in Bezug auf jemand anderen hegt. Früher sagte man Erzieher, Zögling, ja, zu diesen Rollen, die dann entstehen. Gut, das wäre der Selbstbildungsbegriff. Den kennen wir in Nordrhein-Westfalen ja besonders gut. Ich will erstmal, bevor ich die bewerte, die verschiedenen Begriffe, jetzt mal weiter vorgehen, welche Begriffe also man könnte wahrscheinlich sehr viele Bildungsbegriffe in dieser Weise vorstellen, aber ich möchte mal noch ein, zwei andere, die sehr verbreitet sind, auch in dieser Weise schnell nennen, ja. So, denn man könnte jetzt Bildung auch noch unterscheiden von, es ist total primitiv, Ausbildung. Ausbildung, das heißt, hier ist die Unterscheidung, liegt hier in einem Zweck. Das, also wenn man jetzt sich zum Beispiel Humboldts Bildungsbegriff anschaut, der wäre mehreren Bildungsbegriffen zuzuordnen, ja, wenn man das jetzt genau anguckt, aber eine ganz starke Ausrichtung liegt ja in dieser Frage, dass der Zweck hier jeweils anders gedacht wird, nämlich hier hat man einen Selbstzweck in der Bildung, im Bildungsbegriff, während in der Ausbildung geht es um eine Verzweckung von solchen Lernprozessen oder Entwicklungsprozessen, wie man es dann auch immer nennen will. Und diese Verzweckung oder Instrumentalisierung heißt dann Ausbildung. Ich nenne den Begriff, das habe ich jetzt einfach so genannt, Entelechiebildung. Entelechie, den Begriff kennen bestimmt viele aus der Spieltheorie. Das heißt einfach Selbstzweck. Also der Entelechie-Bildungsbegriff wäre der, wo es darum geht, Bildung mit der spezifischen Differenz Selbstzweck von Ausbildung zu unterscheiden. Klar und ich würde auch sagen, verdammt einfach. Sehr ähnlich damit verknüpft wäre der Bildungsbegriff, der Bildung unterscheidet von Qualifikation. Scheint fast das Gleiche zu sein, aber eigentlich geht es hier
nicht um den Zweck, sondern um die Limitation, also um die Begrenzung, die Geltung dieser Prozesse, um die es geht. Und während Qualifikationen nicht nur instrumentell sind, wie eben bei der Zweckhaftigkeit, sondern bei Qualifikationen geht es um ganz spezifische Anforderungen, deren Kompetenz oder die Qualifikation eben dann erarbeitet werden muss, während es bei Bildung nach diesem Begriff um das Ganze geht. Also das ist der Allgemeinbildungsbegriff. Ich muss sagen, einen würde ich noch nennen. Das wäre, weil der wirklich auch sehr wichtig ist, das wäre ein Bildungsbegriff, der sich unterscheidet von Anpassung. Ich kann also Bildungsprozesse von Anpassungsprozessen unterscheiden. Und wenn ich das tue, dann würde ich jetzt von einem kritischen Bildungsbegriff sprechen. Was ist jetzt die spezifische Differenz zwischen Anpassung und Bildung? Das müsste man sich jetzt überlegen. Ich würde sagen, das liegt im Bereich der Funktion. Das ist jetzt eigentlich eine ziemlich heikle Angelegenheit, weil man jetzt merkt bei dem kritischen Bildungsbegriff, dass er eigentlich funktionalisiert ist. Also, aber es ist eine andere Funktion. Bei der Anpassung geht es um ein sich Einfügen in gesellschaftliche Herrschaftsverhältnisse. Also wie kriege ich die Menschen dazu, die Gesellschaft so zu reproduzieren, wie sie gerade ist, mit dem Status quo und so. Also wie Althusser, also ein Marxist, sagen würde, wie schaffe ich es, dass die Herrschaftsverhältnisse in der nächsten Generation genauso weitergehen, dass die Menschen also lernen, du bist Ausbeuter, du bist Ausgebeutete. Und dass die in der Schule schon lernen, oh, ich habe schlechtere Noten als diese andere Schülerin, deswegen muss ich jetzt akzeptieren, dass ich zukünftig mein Leben als Ausgebeutete bestreite und diejenigen, die in der Schule dann erfolgreicher sind, die werden dann schon lernen, dass ihr Erfolg auch gerechtfertigt ist über Leistung und so weiter. Und das ist also diese Anpassung an diese gesellschaftlichen Verhältnisse, während der kritische Bildungsbegriff die Funktion genau andersrum sieht, nämlich hier geht es um Widerstand gegenüber diesen Anpassungsprozessen. So, heikel ist das deswegen, weil man merkt, dieser Bildungsbegriff ist letztendlich verzweckt. Der steht im Widerspruch zu dem Entelechiebegriff, den wir eben hatten. Ja? Und das heißt, der kritische Bildungsbegriff hat tatsächlich ein Problem. Er wird verzweckt, um gesellschaftliche Verhältnisse zu verändern. Das muss man nicht als Problem sehen, aber rein bildungstheoretisch sollte man das im Blick behalten, was man da tut. Okay, ich sehe, oh, meine Batterie ist gleich alle. Es kann sein, dass es jederzeit abbricht. Gut. Das ist jetzt ein Schnelldurchgang. Vielleicht sollte ich die nochmal schnell hinschreiben, die Begriffe, oder ich schneide das dann gleich rein. Ich würde vorschlagen, dass wir uns einen Bildungsbegriff mal anschauen, ein bisschen genauer, der eine Unterscheidung macht, die viel schwieriger herauszuarbeiten ist. Und zwar kann ich Bildung unterscheiden vom Lernen. Da gibt es dann oft die Formulierung, auch im Kontext dieser anderen Bildungsbegriffe, Bildung ist mehr als Lernen, ist nicht bloß Lernen. Ja, das
was denn? Also auch der Selbstbildungsbegriff, der würde sagen, das ist eine besondere Qualität des Lernens. Und da merkt man, wie schwach sowas analytisch der Selbstbildungsbegriff ist, wenn man einfach nur sagen kann, es ist mehr als Lernen oder eine besondere Qualität, ja. Und jetzt? Also worin besteht die genau? Oh, die Batterie. Okay, der Bildungsbegriff, der sich von Lernen unterscheidet, der heißt transformatorischer Bildungsbegriff. Transformatorischer Bildungsbegriff geht zurück auf Kokomor. Wir werden da auch Texte jetzt gleich zu sehen. Kokomor, Koller, Marotzki. Und der wesentliche Vorteil dieses Bildungsbegriffs ist unter anderem, dass der Lernbegriff hier nicht einfach im Dunkeln bleibt und nicht einfach eine Projektion ist. Also Lernen ist schlecht, Bildung ist gut oder so, sondern hier muss man viel mehr arbeiten, um die Differenz herauszuarbeiten, um die es geht. Und dabei entsteht Theorie. Ja? Hier wird wirklich etwas Theoretisches nötig. Der Lernbegriff, da weisen die Autoren auch darauf hin, also Marotzki und Koller, ist letztendlich informationstheoretisch. Also ein informationstheoretischer Lernbegriff arbeitet mit der Unterscheidung von Information und Redundanz. Hört sich kompliziert an, ist aber ganz einfach. Also Information ist sozusagen das Neue, Redundanz ist das, was keine Unterschiede macht, keine zusätzlichen Unterschiede macht. Die berühmte Formulierung von eigentlich ein Biologe, Gregory Bateson, ist Information is a difference which makes a difference. Also ein Unterschied, der einen Unterschied macht. Und einen Unterschied machen, also Informationen machen Unterschiede, sie sind erstmal Unterschiede, weil das ist in unserem differenztheoretischen, konstruktivistischen Paradigma ist es klar, dass jede Information eine Unterscheidung erstmal ist und nicht irgendein Ding. Unterscheidungen sind keine Dinge und Informationen sind auch keine Dinge. So, macht eine redundante Unterscheidung, macht aber keinen Unterschied. Das ist also, wenn man sich jetzt wieder die Zähne putzt oder die Schuhe bindet und merkt, wie langweilig das ist, dann ist das einfach eine Redundanzerfahrung, die jetzt nichts beiträgt. Oder wenn ich gerade was erzähle, was ihr alles schon wisst, dann wird das keine Unterschiede, wahrscheinlich keine Folgeunterscheidungen bringen und bleibt dann redundant. So, und wenn man von diesem Begriff ausgeht, dann kann man unterscheiden Bildung nicht nur von Lernen, sondern man muss ja auch den Lernbegriff dann schon wieder unterscheiden und kann also im ersten Schritt sagen, es gibt verschiedene Arten von Erfahrungen. Das eine wäre Redundanzerfahrung. Dann bei Redundanzerfahrungen ist noch nicht mal das, was Piaget Assimilation nennt. Also dass ich eine Realität, würde er ja einfach sagen, von mir aktiv in die schon bestehenden Muster meiner Kognition eingebaut werden müssen. Noch nicht mal das ist nötig. Also ich muss da gar nichts mit machen, ich muss es gar nicht einordnen. Also wenn ich bei diesem Beispiel des Stuhls eben war, ich komme jetzt in einen Seminarraum und sehe da Stühle und nehme mir einen Stuhl, dann habe ich eine Redundanzerfahrung gemacht, weil ich habe einfach nur das Schema Stuhl abgerufen und da gab es keine Reibungen, keine Widerstände. Wenn aber meinetwegen alle Stühle besetzt sind und ich komme jetzt in die Situation, irgendetwas, was eben nach meinem kognitiven Zustand noch kein Stuhl war, ich muss es jetzt aber als Stuhl einordnen, um mich setzen zu können und nehme irgendetwas, meinetwegen einen Tisch oder eine Kiste oder so, dann habe ich es nicht mit einer Redundanzerfahrung zu tun. Dann
war ich schon im Bereich des Lernens. Und das ist letztendlich der Begriff von Piaget, ja, dass ich jetzt hier, also Piaget sagt, Integration of any sort of reality into a structure. Ich muss dann also das, was ich davor gefunden habe, was ich wahrgenommen habe, einfach nur einsortieren. Das ist schon Lernen. Das ist ein sehr niedrigschwelliger Lernbegriff. Und weil der so niedrigschwellig ist, wird es auch möglich, ihn zu unterscheiden von subsumptionsresistenter Erfahrung. Das ist dann der nächste Schritt. Wäre schön, wenn ich das jetzt in eine Reihe schreiben könnte, aber kann ich nicht. Also dann nummeriere ich es wenigstens. 2, 3, subsumptionsresistente Erfahrung. Dazu kommt es, wenn das eben nicht klappt, also wenn es mir nicht gelingt, eine Wahrnehmung, eine Realitätserfahrung in ein bestehendes Schema einzubauen. Wenn ich also merke, ich habe gar kein Schema zur Verfügung, hier entstehen Reibungen, Unklarheiten, Widerstände und ich kann nicht einfach lernen, sondern ich muss, was passiert dann? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die typische Möglichkeit wäre, wenn mir so etwas begegnet, was ich nicht einordnen kann, wäre die typische ökonomisch im weitesten Sinne sinnvolle Reaktion, wäre ausblenden, vermeiden, ja, einfach, dass man sich nicht damit beschäftigen muss, das erfordert ja Redundanz. Erfahrungen erfordern ja gar keine Mühe. Lernen ist eben diese Assimilationsleistung. Ja, macht man zur Not, lernt man, wenn es nicht anders geht. Und wenn man mit solchen Erfahrungen zu tun hat, die sich nicht einfach lernen lassen, in Lernprozesse überführen lassen, weil sie einfach widerständig sind und ich das die Strukturen nicht in meinem Apparat, in meinem kognitiven Apparat nicht zur Verfügung habe, dann werde ich das lieber vermeiden und ignorieren, ausblenden. Oder das kann zur Not passieren. Ich kann tatsächlich daraus eine Bildungserfahrung machen. Bildungsprozess schreibe ich mal, weil die Autoren, die genannten, die sprechen von Prozessen. Ja. So, das heißt, das wäre also eine Aufstufung. Ich kann entweder Redundanzerfahrungen haben, ich kann lernen aus diesen Erfahrungen, ich kann aber auch Erfahrungen haben, die sich dem Lernen erstmal sperren. Und dann kann ich sie entweder ausblenden, vermeiden oder ich kann sie zum Ausgangspunkt eines Bildungsprozesses machen. Und darüber sprechen wir jetzt. Was passiert, wenn ich das tue, wenn ich mich darauf einlasse? Also Kokomor, das war eigentlich der Erste, der sich damit beschäftigt hat, also diesen Begriff geprägt hat, der transformatorischen Bildung, der schreibt, es geht um widerständige oder subsumptionsresistente Erfahrung als Ausgangspunkt dieser Bildungsprozesse. Also ich lese mal vor, wie Koller das formuliert. Der Ausgangspunkt von Kokomors Überlegungen stellt die Unterscheidung zwischen Lern- und Bildungsprozessen dar. In informationstheoretischer Terminologie formuliert, lässt sich Lernen demzufolge als Prozess der Aufnahme, Aneignung und Verarbeitung neuer Informationen verstehen. Oh, schon wieder weggemacht, ja, okay. Bei dem jedoch der Rahmen, innerhalb dessen Informationsverarbeitung erfolgt, selber unangetastet bleibt. Das hatten wir hier, das war Lernen, ja. Bildungsprozesse sind in dieser Perspektive dagegen als Lernprozesse höherer Ordnung zu verstehen, bei denen nicht nur neue Informationen angeeignet werden, sondern auch der Modus der Informationsverarbeitung sich grundlegend ändert.
Okay, also der erste wichtige Punkt hier ist, dass man sieht, im Unterschied zu den, vor allen Dingen zu dem Selbstbildungsbegriff, dass diese Bildungsprozesse, diese transformatorischen, alles andere als alltäglich sind. Das muss man sich auf jeden Fall vor Augen führen. Bildung ist hier nicht das, was, jetzt Schäfer sagen würde, von Geburt an und im Grunde immer geschieht. Ein bisschen polemisch könnte man sagen, Schäfer würde ja fast sagen, Bildung geschieht immer, es sei denn, jemand kommt und will einen erziehen. Ja, so, das ist ein bisschen übertrieben, aber in die Richtung geht das ja. Beim transformatorischen Bildungsbegriff wird klar, dass das im Alltag, im alltäglichen Zusammenhang eigentlich nicht vorkommt. Das ist, im Alltag will man eigentlich auf Redundanzerfahrung aus, man will Abläufe, die einen nicht stören, man will am besten noch nicht mal lernen, das dauert viel zu lange und man kann seine Sachen nicht erledigen, ja? Man kann seine Besorgungen, der Heidegger Begriff des Alltags, nicht hinbekommen. Und wenn hier solche Erfahrungen auftauchen, die sich noch nicht mal lernen lassen, dann wende ich mich ihnen lieber nicht zu, ja? Und Bildungsprozesse sind dann sehr unwahrscheinlich. Also Wienbruch schreibt mal, was kennzeichnet eigentlich den Alltag? Ja, also dass die alltägliche Haltung zur Welt, wer die einnimmt, hat sich und das, was ihn umgibt, so weit zu erkennen, als er es für nötig hält, um sich möglichst störungsfrei zurechtzufinden. Das ist das, was den Alltag kennzeichnet. Und dann ist das natürlich mit der transformatorischen Bildung kein Thema des Alltags. Das würde jetzt die soziale Arbeit mit ihrem Lebensweltbegriff und der Alltagsorientierung sehr ärgern, aber ich lasse das jetzt mal so stehen, das ist ja ein anderes Thema. Gut, im Zusammenhang mit unserem Thema Bildungszugänge ist das aber ganz wesentlich. Davon ausgehend kann man nämlich sagen, dass um Bildungsprozesse im Sinne der transformatorischen Bildung zu erreichen, muss man das über das Alltägliche hinaus. Man muss subsumptionsresistente Erfahrungen erstmal wahrscheinlicher machen, dass Kindern diesen oder Menschen generell diese Erfahrungen machen können und dass sie in einer Situation sind, in der sie das nicht bewältigen müssen, entweder durch Ausblenden oder durch Lernen, durch bloßes Lernen, ja, sondern man muss darüber hinauskommen und eben Transformationen des Selbst- und Weltverständnisses zulassen oder durch wahrscheinlicher machen. Gut, das ist der eine Punkt, man muss über die böse gesagt, Banalität des Alltäglichen hinaus, um diese transformatorischen Bildungsprozesse wahrscheinlicher zu machen oder überhaupt zu ermöglichen. Das zweite ist, dass wenn man das aus dem Alltag herauskommt, ja wo denn, wohin denn, was sind denn andere Formen? Und da sind wir bei unseren Bildungszugängen. Das Alltag wäre ein Zugang zur Welt, dann gibt es noch andere Zugänge zur Welt, zum Beispiel künstlerische Zugänge, wissenschaftliche oder erkenntnismäßige Zugänge, auch den Zugang durch Bewegung, durch Spiel, durch Sprache, durch Religion, das wären dann alles Zugänge, in denen nicht alltägliche Erfahrungen möglich werden, in denen natürlich auch Lernerfahrungen möglich werden, aber in denen Komplexitäten auch auftauchen. Ist ja klar, in der Wissenschaft, in der Religion, in der Kunst, die subsumptionsresistent sind. Also wenn man sich mit Wissenschaft, Religion oder Kunst oder so etwas beschäftigt oder Natur, wird man Erfahrungen machen, die sich noch nicht mal einfach lernen lassen, in Lernen umwandeln lassen. Und das wäre jetzt mal ganz schnell gesagt der Sinn der Bildungszugänge, dass man sich das bewusst macht, dass man in diesen Zugängen, in diesen Medien, in diesen Welten, kann man auch sagen, ja, in diesen symbolischen Welten, Sprache, Religion, Kunst, Bewegung, Spiel,
wahrscheinlicher diese Erfahrungen ermöglichen kann. Und was uns jetzt zeigt, wie wichtig eigentlich dieser Begriff ist, dass wir eben nicht, dass es nicht unsere Aufgabe ist, hier Kenntnisse, Fähigkeiten oder so etwas zu vermitteln. Ja? Gerade nicht. Das sollen wir gerade nicht tun. Wobei das jetzt aus einer didaktischen Sicht auch nicht ganz stimmt, das ist jetzt ein bisschen zu polemisch gesagt, weil es kann natürlich sehr gut sein, dass wir, um solche subsumptionsresistenten Erfahrungen in Bildungsprozesse aufstufen zu können oder umwandeln zu können, dass da auf dem Weg dahin Lernprozesse unabdingbar sind. Dass wir also die Handlungsfähigkeit von Kindern oder Menschen generell so weit erhöhen müssen, dass sie erst sich überhaupt diesen subsumptionsresistenten Erfahrungen stellen wollen und stellen können. So, und dann wären wir jetzt mitten in einer didaktischen Diskussion drin. Gut, und auch Kokomo hat das im Übrigen schon im Grunde auf Bildungszugänge bezogen. Ja? Ich lese mal gerade einen Abschnitt hier vor. Der Vorschlag, also den wir jetzt schon hatten, ja, also Bildung als Prozess aufzufassen und als Prozess der Be- oder Verarbeitung, solche Erfahrungen zu untersuchen, die der Subsumption unter Figuren eines gegebenen Welt- und Selbstentwurfs widerstehen. So, dieser Vorschlag lässt sich auch so formulieren, dass Bildung der Prozess der Bezugnahme auf Fremdes jenseits der Ordnung ist, in deren Denk- und Redefiguren mir meine Welt je gegeben ist. Dieses je gegeben sein, wäre eigentlich das alltägliche Lebensweltliche wieder. Ja? Widerständige Erfahrungen können in Texten, Bildern oder anderen Formen auftreten. So, und das ist jetzt der Punkt. In welchen Formen oder Medien in einem weitesten Sinne können diese Erfahrungen auftreten? Und das wäre unser Begriff der Bildungszugänge, diese Formen uns anzuschauen oder diese Medien, diese symbolischen Formen nenne ich sie, und sich zu überlegen, welche spezielle Art von subsumptionsresistenten Erfahrungen hier wahrscheinlich gemacht werden können und welche Aufgabe kommt mir als Pädagoge, Pädagogin jetzt eigentlich zu, um Kindern diese transformatorische Bildung zu eröffnen. Das ist die nächste Frage. Okay, dann bis demnächst.